Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Und heute wollte ich mal wieder einen kleinen Vlog aufnehmen, und zwar beim Wandern. Wir haben Kind frei jetzt über Pfingsten und waren gestern schon auf eine kleine Wanderung unterwegs. Da habe ich allerdings nichts gefilmt. Und heute haben wir uns aufgemacht an die Dörenter Klippen. Und das ist hier mitten im Münsterland. Interessante Felsformation habe ich selber noch nicht gesehen, nur auf Fotos eben, als wir das rausgesucht haben. Ja, und jetzt haben wir uns aufgemacht auf den Weg und wollen da mal hinwandern. Ja, ich hatte eigentlich meine ZV1 mitgenommen, wollte das aufnehmen, wollte die einleitenden Worte mit der ZV1 sagen, habe die ausgerichtet, habe dann den Bildschirm auf mich gerichtet und was blinkte mich an? No card. Okay. Also dann jetzt mit der Go 2. Wir sind jetzt schon 4,5 Kilometer ungefähr gelaufen. Jetzt schon bei dem Dreikaiserstuhl vorbei hier an den Klippen. Und muss so ein bisschen gucken, wo ich hier hintrete. Es geht leicht bergab und ist lose der Untergrund. Ja, es ist nicht zu warm. Es ist hier im T-Shirt, im Schatten teilweise echt relativ frisch noch.
obwohl wir kurz vor zwei haben. Aber in der Sonne wird sofort knallewarm. Wir gehen jetzt hier unten in das nächste Dorf und da soll es wohl Gastronomie geben. Gucken wir mal. Und dann kämen wir da vielleicht ein. Schauen wir. So, Gaststätte gefunden. Es lagen Speisekarten draußen im Biergarten und Besteck lag da auch. Aber zu essen bestellen konnte man nichts. Man konnte Kaffee und Kuchen bestellen. Haben wir dann gemacht. Aber es gab dann den Kaffee nur im Kännchen. Ne? Hätte man auch fast erwarten können. Naja, aber nicht mit mir, weil habe ich wieder ein bisschen aufgefüllt. So, jetzt sind wir hier weitergegangen und jetzt haben wir hier so eine Beobachtungshütte gefunden. Jetzt gucken wir mal, was man da sehen kann. Das ist aber wackelig. Die Stufen biegen sich durch. Kabel dran. Geocache. So, wenn das hier kein Kornfeld wäre, hätte ich fast gesagt, das ist die Wiese von Windows XP. Ne? Wer kennt sie noch? Ja. Mal gucken, vielleicht mit ein bisschen Bildbearbeitung wird das auch eine Wiese. Bis gerade fand ich diesen Weg noch toll. Jetzt müssen wir anscheinend zurückgehen. Tja. Fällt gerade auf, ich habe noch gar nicht dieses Timeshift probiert mit dem mit dieser Halskette, mit diesem magnetischen Halter, den man sich da ummachen kann. Ich glaube, das probiere ich jetzt erstmal. Sind wir jetzt anscheinend an den Felsen angekommen, wo wir noch mal hoch müssen. Mal gucken. Vielleicht gibt es da, glaube ich, eine Treppe. Zumindest man hat sowas in der Karte gesehen. Oder das ist der Klettersteig. Man weiß es nicht. Wir gucken mal. Das war anstrengend hier hoch, aber dafür gute Aussicht.
So, das Rumkraxeln an dem hockenden Weib, so heißt diese Felsformation hinten, wo wir vorbei sind, sparen wir uns jetzt, weil es ist kurz vor 6. Wir haben langsam Hunger und müssen uns noch was zu essen suchen. Also, weiter geht's. Das ist der Weg. Entschuldigung, war falsch. Das ist der Weg. Hier ist der Weg. Das letzte Stück war der Kletterweg, hockendes Weib. Und jetzt sind wir hier vorne wieder am, in der Nähe vom Parkplatz. Hier ist ein Restaurant. Das hatte heute Mittag, als wir hier lang sind, allerdings nicht auf. Gucken wir mal, ob es jetzt auf hat. So, Restaurant war offen, aber da wir keine Reservierung hatten und das Ganze sowieso nicht so zugesagt hat da drin, machen wir jetzt uns auf die Suche nach was anderem. So, wenn ihr bis hier geguckt habt, würde ich mich über ein Like oder ein Abo freuen. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.